So, meine Freunde, willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Und wir haben letztes Mal hier die DLC in Frankreich abgeschlossen. Charles ist noch am Leben, aber Richardes versucht seinen Irrsinn jetzt in den Griff zu kriegen. Ich finde das hier so schlimm. Und jetzt können wir zurück nach Hefnathorp und da quatschen wir doch direkt mal. Es ist alles erforscht. Und ich habe alles, was Sicher so. habt ihr es gehört. Ja, das haben wir. Charles lebt immer noch. Es war eine schwere Entscheidung. Was zählt, ist die Sicherheit Englands. Ja, für Elva zählt nichts Was für dich anderes. zählt? Nicht alle sind deiner Meinung. Neue Kräfte bedrohen die Zukunft des Ach, Frankenreichs. der Bernard Die macht es schon Loyalisten als neuer sind mit deiner König. Abmachung unzufrieden und wollen ihren eigenen König auf dem Thron. Wir machen weiter wie bisher. Jetzt kämpft ihr für das Königreich? Unser Kampf stand immer im Dienste des Frankenreichs. Na, was hast du vor? Okay, Pierce ist sauer. Ist mir aber egal. Genau, ich habe bei den Rebellenmissionen. Ich habe die Rebellen nicht komplett hochgestuft. Das war einfach nicht nötig. Aber ich habe alles, was man so als Einzigartiges hier freispielen könnte. Also Rüstung und Frisuren habe ich alles. Also ich will Nach zurück nach England? Englerland. Nach England. Na dann mal los. Zurück nach Hefnethorp. Ich dachte, dann machen wir hier mal die Nebenquest weiter, Kuckuck und Rabe oder wie das hieß. Das ist ja auch ein kurzer Abschnitt. Dann fehlt nur noch das DLC Zeichen Ragnar, ja, Zeichen Ragnaröks und dann können wir ins letzte Kapitel starten. Dann ist alles fertig. Also ein bisschen bleibt uns das Spiel hier noch erhalten. Gibt's ein Empfangskomitee oder wird das jetzt einfach wieder so abgetan wie in Irland? Hefnethorp. Sieht Hefnethorp echt so aus, dass da gerade alles so leer und trist aus. Antwü! Eivor! Sieht so Sind wir ungeschickt in aus. Sicherheit? Es könnte viele Winter dauern, ehe Franken an der Küste Englands landen. Ich hörte, Paris sei gefallen. Das stimmt. Doch die Lage ist dorniger, als es scheint. Inwiefern? Die Königin, Richardis, glaubt, in Abgeschiedenheit könne sie den irren König bändigen. Sie haben sich an einen fernen Ort zurückgezogen. Aber Charles ist bekannt für sein stürmisches Gemüt. Kann diese Königin ihn zähmen? Hoffen wir's. Richardis schöpft aus einem tiefen Brunnen des Mutes. Und sie hat mehr Einfluss auf Charles als jeder andere. Das klingt beruhigend. Außerdem ist Hoka Sinriks Tochter eine treue Verbündete. Sie ist jung. Und sie lernt schnell. Sie wird uns keinen Unterschied. Hoffen wir es. Vielleicht müssen sie von all den Gefahren nichts wissen. Wir kamen mit Beute, Ehre und fränkischem Essen zurück. Ich kann die Krieger bitten, ihre Erzählungen darauf zu beschränken. Tu das, tu das. Sie erzählen doch alles und noch mehr. Ich fürchte auch. Jetzt kommt wahrscheinlich noch mal offiziell abgeschlossen. Oder auch nicht. Da kam Neue das schon. Stärke erfüllt verwitterte Hallen. Nun kann ich ruhen. Ja, okay, ich glaube, das kam schon. Das habe ich nur schon wieder vergessen.
Okay, Leute, ich rüste mich kurz um. Und dann starten wir hier die kleine Nebenquest. Sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Eivor ist umgerüstet. Wir tragen hier jetzt die Messia-Rüstung. Ich finde die Maske irgendwie so lustig. Das muss. Deswegen habe ich die Rüstung genommen, weil ich will mal mit der Maske spielen, gucken, wie mir das gefällt. Es geht so geil mit den Tattoos, es geht so über. Ja, neues Pferd ausgerüstet, Zünen verändert und wir haben offenbar einen Brief. Aber ich check noch nicht ganz, wo der liegt. Ach, hier. Ja, dann lies mal. Von Richardes. Ich schreibe dies, während mein kleiner Bär die Namen aller früheren Könige aufzählt. Er wird so schnell erwachsen und er wird einen guten und edlen König abgeben. Charles lässt grüßen, obwohl er noch sehr schwach ist. Danke nochmals, dass du so gnädig warst. Du hast jedes deiner Worte gehalten und auch wenn es nicht immer einfach war. Udo ist ein guter Mann, wenn auch etwas zu stolz. Ich hätte dir kaum verübeln können, wenn du auf seiner Seite gewesen wärst. Aber du hast dein Wort gehalten und Charles verschont, wofür ich dir unendlich dankbar bin. Siehst du, Eivor, Gott hat wirklich durch dich gewirkt und ich habe es immer gewusst. Ach, jetzt hör doch mal auf. Es war alles eigenartig und chaotisch, aber ist es das nicht immer? Das hat mich meine eigene Probe gelehrt. Ich werde nie wieder an Gott zweifeln. Wie könnte ich? Er hat uns schließlich an diesem Tag errettet. Ich bin so froh, dass er dich zu uns geführt hat. Jetzt hör auf. Du hast dich als ehrbar und aufrichtig erwiesen. Ich bin stolz auf unsere Freundschaft. Ich muss nun gehen. Bernard hat die Namen fertig aufgesagt und ich habe ihm einen Besuch auf einem Weingut versprochen. Ich muss nur Acht geben, dass er die Trinklust seines Vaters nicht übernimmt, beziehungsweise deine. Hell! Ein guter König muss nüchtern sein. Ich freue mich darauf, dich bald wiederzusehen, so Gott will. Du bist hier immer willkommen und ich schließe dich immer in meine Gebete ein. Richardes. Ja gut, ich glaube, Bernard ist generell noch ein bisschen zu jung, um zu trinken. Gut, wir machen uns auf zum Treffpunkt der Sachsen. Ich weiß nicht, warum ich diese Maske so lustig finde, es ist einfach so. Ist eine Rüstung des Typs Rabe. Nur so am Rande. So, mein Pferd. Das ist Embla und Embla ist auch mit Zeichnungen voll gekritzelt. Kann ich da hin? Ja. Geht sogar, sehr schön. Passt ganz gut alles, würde ich sagen. Boah, und hier wieder so eine ausladende Kurve. Nicht schon wieder hier. Lasst mich doch in Frieden. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Läutet die Glocke! Ja, dann läutet doch die Glocke. Ich bin jetzt eh weg. Ich hoffe, das ist jetzt weit genug weg. Ich muss sehen, was du. Ah, und da ist das Schiff. Unser Gefangener hat nicht gelogen. Angst bringt die Wahrheit zutage. Naja, nicht immer. Da war was. Hier wurde geschlachtet, nicht gekämpft. Die Schnitte sind sehr sauber. Das kommt mir bekannt vor. Verborgene? Vielleicht?
Ja, untersuchen. Dieses Gewand ist in gutem Zustand. Ich nehme es für unseren Clan mit. Warum? Was bringt dir das? Nein. Zynin, leite mich. Da. Nein, nicht da hoch. Runter, Eva. Runter. Tragt jederzeit die Gewänder der Dänen. Es dürfen keine eurer eigenen Habseligkeiten oder Kleidungsstücke zu sehen sein. Ein dänischer Zungenschlag wird empfohlen, ist aber nicht nötig. Siegbert hat auch bei kann euch bei Bedarf helfen. Alle sich nähernden Schiffe oder Reise müssen umgehend gemeldet werden. Schlagt nicht Alarm, ruft nicht laut, versucht nicht noch einmal mit den Langschiffen zu segeln. Was? Sieht aus, als hätten sie vorgehabt, als Rabenclan Raubzüge durchzuführen und uns die Schuld zu geben. Ja, typisch. Die Sachsen müssen das Schiff gestohlen haben. Es trägt unser Clan-Banner, doch sie wussten nicht, wie man Schilde befestigt. Reicht das noch nicht? Das wurde mir vorhin nicht angezeigt. War wahrscheinlich Absicht, dass du das zuletzt findest. Du da! Was ist hier passiert? Wer hat die Wachen getötet? Ich nicht. Ist das ein Scherz? Du wirst nicht mehr lachen, wenn ich dich zu Jarl Edward schleife, wo du dich verantworten wirst. Schön. Ich würde diesen Mann wirklich gern mal kennen. Mann, ich glaube, das ist ein echter Wikinger. Lass die Waffen fallen, Däne, und ergib dich mir! Ich bin auf Nordwegen. Und ihr sterbt, weil ihr den Rabenclan entehren wolltet. Ja, das riecht sehr nach Verborgenen. Wegwedeln. Du bist wirklich vom Rabenclan. Mein Name ist Roshan. Und wir haben einen gemeinsamen Feind. Gott, die Stimme. Der Jarl von Margonzette ist nur eine Puppe. Geführt von einer gewissen Asila. Ein passender Name für jemanden mit gespaltener Zunge. Sie gehört einem Orden an, der seine Ziele mit Unruhe und Unfrieden erreicht. Dein Clan ist ein Werkzeug in ihren Plänen. Ich kenne solche Ränkeschmiede bereits und jene, die sich ihnen entgegenstellen. Ich würde den Feind meines Feindes als Freund ansehen. Lass mich dich dorthin führen, wo du dich an dem Jarl rächen kannst. Weise den Weg. Hin und wieder kommt das Blinzeln durch die Maske durch. Wenn diese Asila die Ehre meines Clans als Waffe führen will, wird sie sich sehr bald am falschen Ende der Klinge wiederfinden. Gib dich mit dem Jarl zufrieden und überlass Asila mir. Vielleicht sollte diese Aufgabe jemandem zufallen, der jünger... jemanden, der diese Lande kennt. Och, Elvo, sei nicht so böse. Jagd auf ihresgleichen, als du noch an der Zitze deiner Mutter hingst. Der Tod des Jarls wird sie herauslocken. Überlass den Rest einfach mir. Diese Klinge an deinem Arm, wo hast du sie her? Sie war ein Geschenk von meinem Bruder. Wirklich? Ist er ein... Ein großer Krieger und Reisender, der viele Dinge entdeckte. Woher stammt deine? Nach langer Zeit habe ich sie endlich wieder. Die Jahre ohne sie waren die schwersten meines Lebens. Denkst du dir, wie alt er ist? Deine Ausdauer ist beeindruckend für jemanden deines Alters. Oh. Ich wollte dich nicht beleidigen, als ich anbot, die zu töten, die... Meine Klinge ist noch nicht stumpf oder rostig. Was mir an roher Kraft fehlt... gleiche ich mit stiller Unauffälligkeit aus. Ja, stimmt. Das hat sie ganz gut gemacht. Du magst unter den Deinen außergewöhnlich sein, Kind.
Aber ich bin dir ein Lebensalter voraus. Was weißt du über Jarl Edward? Warum hasst ihr den Rabenclan so sehr? Er gibt euch die Schuld am Verlust seines Titels und Besitzes. Dem Land, auf dem sich nun Refnator befindet. Es war herrenlos, verlassen und ungepflegt, als wir kamen. Sein Ärger gilt jenen, die vor uns dort waren. Das kümmert ihn nicht. Er hasst alle Wikinger und macht gemeinsame Sache mit jedem, der eurem Ruf schaden und euch aus Englerland vertreiben will. Typisch. Von diesem Turm aus werden wir einen besseren Überblick haben. Na dann hoch mit uns. Dort haben Asila und der Jarl ihr Lager. Ausgerechnet in Refnabur. Sie werden an ihrem Hochmut ersticken. Asila hat für die Verteidigung dieser Feste bezahlt. Es wird nicht leicht sein, sie zu durchdringen. Für manche vielleicht eine Herausforderung, jedoch nicht für mich. Weißt du, was hinter den Mauern liegt? Wenn ich beschreibe, was ich erfahren habe, kannst du es vor deinem geistigen Auge sehen. Das muss ich gar nicht. Söhne! Söhne! Hör genau zu. Die Sachsen auf der äußeren Mauer sind weniger aufmerksam. Sie verlassen sich darauf, dass ihre Wikingerkleider Neugierige abschrecken. Ein Wikinger mehr oder weniger wird nicht auffallen. Ich könnte das Gewand des toten Sachsen vom Langschiff benutzen. Sehr gut. Einige Sachsen haben zudem andere Aufgaben. Das könnte dir helfen, unterzutauchen. Was ist mit dem Jarl? Wo ist er? Im Herzen des Lagers, wo er Hofstaat hält. In Wirklichkeit hat Asila ihn jedoch wie einen hungrigen Hund an der Leine. Der Tod des Jarls muss laut und unmissverständlich sein. Ein Gewese, das Asila nicht missachten kann. Ein stilles Anschleichen mit lärmendem Abschluss. Das ist also dein Rat? Ist dein Geist in der Lage, zwei widersprüchliche Vorgaben in Einklang zu bringen und dabei für diese Ablenkung zu sorgen? Irgendwie kriegt er schon hin. 100 verschiedene Arten töten und dabei ein Lied darüber schreiben. Irgendwelche Vorlieben? Im Freien, unter diesem Baum. Nähere dich lautlos und töte ihn vor den Augen seiner Mannen. Das wird die Spinne herauslocken. Wieso die Spinne? Ich dachte, die Schlange wegen gespaltener Zunge. Selbst die Götter nicht wegsehen können. Gut. Wirst du die Kleidung anziehen, die du dem sächsischen Betrüger abgenommen hast, um unterzutauchen? Ja, wir versuchen's mal. Eliminieren Jarl. Der Jarl hält unter dem größten Baum in Hefnabus eine Rede. Das Attentatereignis wird für den nötigen Aufruhr suchen, um Asila heraus. Mit dieser Verkleidung kann ich den Betrüger spielen. Ich sollte mich vermummen. Geht hier dasselbe los wie in Frankenreich. Ich muss Geduld haben, sonst errege ich vielleicht Verdacht. Warum? Spürst du
Irgendwie habe ich ja immer das Gefühl, je mehr ich versuche, nicht aufzufallen, desto mehr falle ich auf. Mal her. Wahrscheinlich meckert sie mich dann an, weil ich es nicht geschafft habe, hier ruhig reinzukommen. Was ist denn da los? Hat mich jetzt wirklich der da hinten gehört, aber der hier nicht? Wohl Grünzeug. Komm her, komm her. So, jetzt kann ich mich dahin langschleichen. Er ist reich wie Könige sein. Die haben ihm sein Land weggenommen. Das glaube ich erst, wenn ich das Gold in der Hand habe. Bezahlt werden. Warum guckt er jetzt in meine Richtung? Das war ein Grashalm, okay. Dieser Bereich wird streng bewacht. Ich muss vorsichtiger sein. Wie ich höre, würde sie dich in kleine Stücke schneiden. Aber sie verlässt ihre Hütte eh kaum. Sie sperrt sich dort ein. Ist das nur einer? Das ist nur einer, oder? Nee, 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 das tat ich jetzt nicht. Aber hier würde ich mal eine Falle dran basteln. So. So, Rand vorbei und wieder rein ins Gras.
Mit den Reichtümern von diesen Wikinger-Raubzügen hole ich mir mein Land zurück. Und dann leben wir alle wie Könige. Nein, das mache ich jetzt nicht. Wir müssen Sorge tragen, uns nicht zu verraten, ehe mein Plan Früchte. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ein Wächter! Hä, wieso hat er mich denn jetzt gesehen? Jetzt wollt ihr mich doch aber verarschen. Wie hätte ich denn sonst da hinkommen sollen, nur dass der mich sieht? Wartet mal. Geh mal hier zurück. Nochmal, ich probiere das nochmal. Das sehe ich jetzt hier nicht ein. Mal gucken, jetzt komme ich hier raus, okay. Dann kann ich mich hier nochmal anschleichen und... Mit den Reichtümern von diesen Wikinger-Raubzügen hole ich mir mein Land zurück und dann sind wir alle wie Könige. Nein. Lass es jetzt sein. Tragen, uns nicht zu verraten, ehe mein Plan Früchte trägt. Da ist der Jahr. Um Roshans Wunsch zu entsprechen, sollte ich von hinten angreifen. Hä? Wieso? Wie soll ich denn an den Rand kommen? Vielleicht von der anderen Seite mal probieren. Nein, bleib geduckt, Evo, bleib geduckt. Da ist der Jahr. Um Roshans Wunsch zu entsprechen, sollte ich von hinten angreifen. Könige! Wir müssen Sorge tragen, uns nicht zu verraten, ehe mein Plan Früchte trägt. Alles Gold und Silber gehört uns. Alle Schriftstücke, die er findet, sind für Asila. Asilas Hütte. Ich werde sie Roshan überlassen. Ja, runter. So. Jetzt bin ich hier im Gebüsch. Wenn er mich jetzt sieht, raste ich aus. Wie viele Schiffsladungen Dänen müssen noch unsere... Wenn dieses Unterfangen Erfolg haben soll... Und das wird es. Muss man uns für echte Wikinger halten? Wir müssen uns in diese mordenden, raubenden Barbaren hineindenken. Wir müssen sie total unauffällig wieder da sitzt. Landen gemacht haben. Es ist nicht genug, nur wie Wikinger auszusehen. Wir müssen in ihre Köpfe kriechen. Ja, hat nicht geklappt, sonst hättest du gewusst, dass ich da bin. Ihr wollt Wikinger sein? Seid ihr bereit, wie sie zu sterben? Ich schon! Der Jol ist tot!
Gott sei Dank, das feige Säcke. Gepriesen sei Gott! Ich wurde von diesem Unmenschen als Geisel gehalten. Wirklich? Versucht sie das jetzt wirklich? Komm näher! Ich will sehen, wer mich gerettet hat. Bin doch nicht blöd. Mädel, das Ding ist breiter als dein Rücken. Es ist vollbracht. Bei Freyas Macht, nach so vielen Wintern noch so tödlich. Mich beschleicht das Gefühl, ich hätte mir das sparen können, mir die neue Rüstung anzuziehen. Was für ein prächtiger Anblick das war, Weiseste. Als wäre Hel, die Königin der Unterwelt, aus diesem Baum hinabgestiegen. Ich glaube, ich spürte sie in meinen Knochen. Und nicht auf die tröstliche Art. Bist du... Mir geht es gut. Auch wenn ich für diesen Ruhm später zahlen werde. Wirst du, nun da dein Schicksal erfüllt ist, einen friedvolleren Pfad einschlagen? Asila war nur ein Hindernis auf einem langen Weg. Dies ist der wahre Lohn dieses Tages. Ich nahm es an mich, nachdem ich die Drude zur Ruhe gebettet hatte. Was ist das? Die Zukunft. Ein Samen, den es in Jerusalem zu pflanzen gilt. Die Nornier sind also noch nicht fertig mit dir. Hört es denn je auf? Und du? Bist du zufrieden mit deiner Vergeltung? Meine größte Zufriedenheit erwächst aus der Tatsache, dass die Ehre des Rabenclans unbefleckt und mein Volk in Sicherheit ist. Und so wird es immer sein, solange du für sie einstehst. Leb wohl, Eivor Wolfsmahl des Rabenclans. Da hätte ich auch in meiner Rüstung bleiben können, ganz ehrlich. Das war wirklich verdammt kurz. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir die neue Rüstung und so echt sparen können. Ob ich wohl jemals mehr über sie erfahren werde? Oh, neue Rüstung. Auch nicht schlecht. So. Na gut, Leute, wie bereits angekündigt, kümmern wir uns jetzt um die letzte DLC dieses wunderschönen Spiels. Ich gehe noch zurück nach Hefnotorp. Was ist das? Achso, ja. Na komm, atme mal ein bisschen schneller. Dafür schlüpfe ich dann aber auch wieder in die Zwielichtrüstung, die es ja zu dem DLC dazu gibt. Ich glaube, die wird mir einiges sehr erleichtern. Aber ja, dann sehen wir uns auch hier wieder, weil ich will ja eine extra Playlist dafür anlegen. Also bis dahin bei Assassin's Creed Valhalla.